Ja, wir können hier schlafen. Es wäre auch extrem ärgerlich, wenn wir jetzt jedes Mal hätten rauslaufen müssen. Und die Programmierer werden sich schon gedacht haben, dass hier der ein oder andere auf Probleme stoßen könnte. Ja, weil wären wir ein Level niedriger gewesen, dann wären Düner hier, Jahira und eventuell Imuin auch gestorben. Weil die halten so einen Feuerball auf der Stufe nicht ganz aus. Also jetzt ganz knapp, wie man sehen kann, aber vor ein, zwei Leveln auf keinen Fall. Wir könnten langsam echt eine hohe stufigere Heilung gebrauchen. Weil so dauert das ja ewig. So, heil nochmal Immun, dann schicken wir sie noch ein bisschen rum. Fallen suchen und da lang. Falle, Falle. Bisher nix. Nicht abgeschlossen. Nichts drin. Na gut. Okay, das war jetzt das Erdgeschoss von dem Turm. Wie zu erwarten, war nichts zu holen. Oh, einer hat überlebt. Hallo, Ich du hab da. Besseres zu tun, als mich mit einem Mann, Trottel das ist wie ja euch zu riesig hier. unterhalten. Ja, und gefährlich, weil deine Freunde alle gerade abgeschlachtet wurden. Aber darauf scheinst du ja nicht zu reagieren. So, nochmal schlafen. Und okay, den Rest mache ich jetzt in Zeitraffer. Also hochheilen, schlafen, hochheilen und so weiter. Bis gleich. Wir wurden überrascht, aber es sind nur Ghule. Das geht ja noch. Ja, und ihr kreischt immer noch um. Da ist ja noch ein Überlebender. Anscheinend ist doch nur der Führer gestorben und vielleicht ein, zwei andere. Aber ich denke mal, der wird auch nichts zu sagen haben. Außer, oh, ist das riesig hier. Au! Was zur Hölle? Da war doch vorhin keine Falle. Ich hab Besseres zu tun, Mann, als das ist mich ja mit riesig einem hier. Trottel wie euch zu unterhalten. Aber das mit der Falle irritiert mich jetzt ein bisschen. Wurden die Fallen vielleicht nachträglich aktiv? Das wäre hinterlich. Hinterlistig. So, jetzt dürfen wir nochmal heilen. Na, bis gleich. So, jetzt werden wir wieder fit und wir gehen nach oben. Einfach mal in der Hoffnung, dass es oben nicht ganz so gefährlich ist wie unten. So, das ist wohl der Speisesaal. Und Immun guckt sich mal um. Oh. Ja, kommt schön raus da. Der Rest von euch verteilt sich mal so da. Düner hier. Alle auf den da. Okay, ihr beiden könnt auf den. Und du schaust schon mal nach Fallen für später. Na, wo willst du hin? Oh, da unten sind auch welche. Oder ist der jetzt außen rumgelaufen? Du solltest Fallen suchen, habe ich gesagt. So, derweil plündern wir ein bisschen, weil wir brauchen Gold. Jede Menge Gold. Für Monster-Herbeirufungsstäbe, Lähmungsstäbe, Feuerballstäbe, stäbende Stäbe. So. Und was gefunden? Nö. Dann schauen wir doch mal, ob hier oben vielleicht was Wertvolles. Was war das? Was Wertvolles ist. Rettungswurf gegen Zauber. Das hätte jetzt gut sowas sein können wie Versteinern oder Tod. Ja, und wir haben nichts gesehen, also als wir nach Fallen gesucht haben. Nächstes Level up auf jeden Fall. Fallen finden und dann Schärfen erhöhen. Aha, na also. Falle entschärft. Das schaut doch schon besser aus.
So, ein Raum gesichert. Beim zweiten aus Versehen eine Falle ausgelöst, aber nichts passiert. Du schaust weiter. Das ist nur ein Gang. Da. Da bleibst du erstmal stehen und wartest. Der war weiter gelootet. Und Gerugon purzelt einfach mal in den Raum hier. Schon wieder irgend sowas. Na gut, lock den mal raus. Und die Falle kann man mehrfach aktivieren. Ja, da muss Immun gleich ran. Ich schalte bei ihr mal die KI aus. Muss nur dran denken, sie später wieder anzumachen. So. Weil du solltest eigentlich da oben stehen bleiben und suchen. Aber gut, da ist es erstmal wichtiger. So. Und im Mund, da ist eine Falle. Genau. Falle nicht entschärft. Falle nicht entschärft. Immer noch nicht entschärft und immer noch nicht und immer noch nicht. Ja, 60% sind echt nicht viel. Hm? Du hast deinen Meisterschaftstrank, der hält 3 Stunden, aber der macht keine Fallen entschärfen. Und mit ihrem Wert kann sie es anscheinend überhaupt nicht schaffen. Ja, das ist natürlich ärgerlich. Na gut, gucken wir mal unten rum. Ups. Alle Mann außer Emulen da drauf. Dumm, die dumm. Greift hier auch mal an. Ja, schon besser. So, könnte da. Ja. Falle entschärft. Oh, schön. Feuerpfeile. Davon kann man fast nie genug haben. Die kannst du mal nehmen. Wer hatte den anderen Unsichtbarkeitstrank? Du. Die können zu dir. Ich habe viel zu viele einzelne Potions, die man eigentlich stacken könnte, genau wie das da gerade. Oh, das könnten wir auch ausprobieren. Wir beschwören einfach Monster. Wo bist du? Da. Wir beschwören einfach Monster und schicken die vor. Wow, das sind viele. So, ihr beiden geht mal dahin. Ihr beiden geht mal da rein. Und ihr drei stimmt da rein. Ah, und die können nichts aufdecken. Das bringt ja natürlich weniger was. Du suchst. Oh, da geht's runter. Ah, okay. Gucken wir mal kurz, welcher Hochgang das ist. Ah, der. Okay. Also nichts wirklich Neues. Das ist dann Retteswurf gegen Zauber schon wieder. Okay, also der Eingang ist gesichert und der ist gesichert. Wahrscheinlich dann auch der. Falle nicht entschärft, nicht entschärft. Boah, das ist ärgerlich. Das heißt, wenn hier jetzt irgendwas Wichtiges wäre, wo die ganze Gruppe hin muss, dann müsste jeder den Widerstand gegen Zauberwurf schaffen. Und wenn nicht, dann passiert irgendwas, was wir immer noch nicht wissen. Wolf, geh mal weg. Aber sonst ist hier nichts. Na gut, dann drücken wir aber immer in die Daumen. Und, ach, da geht's noch weiter. Schnapp. Ah, nur festgehalten. Das ist ja okay. Ich dachte jetzt echt, das ist sowas wie Steinern oder Tod. Denn wäre ja quasi sofort betäubt. Das ist aber auch noch okay. Ist nur nervig, wenn diese Düsterschrecken noch gelebt hätten. Aber sobald wir in eine neue Ebene kommen, töten wir erstmal alles, was wir sehen können und danach erforschen wir den Rest natürlich. Alles andere wäre ja Wahnsinn. So, immerhin ist immer noch festgehalten. Gerugon steht da auch im Weg, ne? Da kann keiner vorbei. Ist da noch irgendwas?
Aber ja, die einzelnen Ebenen sind alle gut überschaubar. Das heißt, wir haben jetzt schon das Erdgeschoss und den ersten Stock befriedet quasi. Die Frage ist jetzt nur, ob wir überhaupt rauskommen. Es kann ja sein, dass der Todesritter irgendwie den Eingang verrammelt hat. Das wäre nicht so toll. Na gut, Düner hier, brech mal seine Betäubung. Ah, oder auch nicht. Immerhin huscht da mal vorbei. Wenn du denn dran vorbeihuschen kannst und wenn hier überhaupt irgendwas von Interesse ist. Ah, oh, er steht direkt drauf. Ja, macht Sinn. Oh, man kann bei ihm Taschendiebstahl machen. Und entschärft, okay. Komm schon. Da ist eine... Was? Da geht's woanders hin? Hm. So eine Art Balkon vielleicht. Na gut, sammeln wir mal alle hier. Und warten darauf, dass Giron endlich zu sich kommt. Obwohl Düner hier kommt. Magie brechen. Können wir gleich mal testen, ob das funktioniert. Weil ich bin mir nicht sicher, ob das geht. Ja, schön, schön. Für die Zukunft wissen wir schon mal, mit Magie brechen können wir Betäubung aufheben. Und wir wollen jetzt da durch, wo auch immer das hinführt. Döner hier. Was ist los? Oh, Basilisk. Angriff auf Gerugon. Gerugon braucht jetzt ganz schnell diese Spiegel. Das da. Trinken. Jetzt müssen wir dafür sorgen, dass er auf jeden Fall auf Gerugon bleibt. Wo ist Düner hier? Noch drin. Ah. So, alle ruft da. Oh, das war's schon. Na gut. Düner hier wird es trotzdem rauskommen. Ah, und ich hätte mal vorlesen sollen, wie lange das hält. Schutz vor Versteinerung. Hm. Na gut. Wo einer ist, können mehr sein. Also husch du mal kurz vor. Und versuchst noch einen zu finden, der dich dann angreift. Dann locken wir den zur Gruppe. Und bringen ihn hoffentlich genauso schnell um. Nö, ja, das war's wohl schon. Das sieht so aus, als wenn wir eine Etage überspringen würden, wenn wir da lang gehen. Also gehen wir lieber zurück. Und gehen den regulären Weg. Weil ich will nicht irgendwo festhängen später. Kurz noch ein Quicksave. Und Gerugon steckt man die Nase nach oben. So weit, so gut. Dann kann der Rest auch hoch. Oh, Versteinerungsschutz ist schon weg. Das ging aber schnell. So, Immun, guck mal da. Obwohl, bleibt vor dem Türbogen stehen. So, nur für den Fall. Wir gucken schon mal, was man hier denn alles so machen kann. Bisher sehen wir nur die Bücherregale. Okay, immerhin rein da. Hm. Wie zu erwarten, Bücher. Mehr Bücher. Und noch mehr Bücher. Das ist nur ein Lesepult, oder? Ja. Na gut, ein Raum ohne was. Dann geht es nur noch da lang und da unten lang. Im Kamin vielleicht irgendwas? Nö. So. Okay. Durlak. Durlak, mein Freund. Ihr seid zurückgekommen nach dieser ewigen Zeit. Ich bin es, Deitel. Euer alter Freund. Ich habe gewartet. Lange auf euer Kommen gewartet, um euch zu helfen. Mein Freund. Bist du das Skelett da? Also der Geist von dem Skelett da? Na, Lügen tun wir nicht. Sprecht euch aus, Unwesen. Was wollt ihr? Ich sehe, ihr seid immer noch so mürrisch zu allen, die keine Zwerge sind. Dabei scheint ihr mir größer und weiblich. Sie hat den Gürtel aber noch nicht angezogen. Ich erinnere mich an mich dieser Tage, Jahre, an so wenig Dinge in voller Klarheit. Ich bin hier, euch so gut ich kann zu Diensten zu sein, um meine Schuld zu bezahlen. Ich weiß nicht mehr, wie es dazu kam und wofür,
Aber zurückzahlen werde ich sie. Was meint ihr mir zu schulden? Was hofft ihr zurückzuzahlen? Die Schuld? Ihr kennt meine Schuld. Als das Böse kam und das Gesicht eures Clans annehmen, als eure und meine Freunde sich zum Bösartigsten kehrten, habt ihr uns geschützt und gekämpft. Bekämpft? Ah ne, habt ihr uns geschützt und gekämpft. Obwohl es schmerzte. Ich konnte ihnen nichts zuleide tun. Ich konnte nicht die Hand gegen den Clan erheben, den ich meine Familie nannte. Ihr habt sie alle bekämpft, auch wenn es euch mehr schmerzte. Ich hatte Glück. Ich bin dem Albtraum des Lebens entkommen. Auf die einfache Art. Er war ein Feigling, ja. Ich werde meine Schuld zurückzahlen, das sollt ihr wissen. Das sollt ihr wissen. Ihr habt euch verändert. Ihr seid nicht Durlak.